Die Insider, die spannendsten Journalisten des Landes, diskutieren die Themen des Tages. Die Insider, kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider, nur auf OE24TV. Herzlich willkommen beim heutigen Insider hier auf OE24TV. Wir sprechen natürlich weiterhin über den schockierenden Fall eines 12-jährigen Buben. Der wurde nämlich von seiner Mutter tatsächlich unter anderem in einer Hundebox gehalten und malträtiert auf verschiedene Arten und Weisen. Jetzt ist er endlich in der Obhut einer Institution. Die Mutter ist in Untersuchungshaft und darüber sprechen wir jetzt. Vor allem über die Tatsache, wie konnte das so lange vonstatten gehen, ohne dass jemand eingegriffen hat, vor allem das Jugendamt nicht. Dazu darf ich herzlich die Damen im Studio begrüßen. Astrid Wagner, Sie verteidigen meines Wissens nach die Mutter. So ist es. Herzlich willkommen. Guten Abend. Dann herzlich willkommen, Margret Tefs, Botschafterin des Bündnisses Kinderschutz. Danke für die Einladung. Und herzlich willkommen, Sigrun Rosmanit, Gerichtspsychiaterin. Danke für die Einladung. Ja, wir wollen vielleicht zuerst einmal über die Tat selbst sprechen, die natürlich schockierend ist. Wir wollen jetzt nicht zu sehr bei dem Detail bleiben, aber natürlich fragt sich jeder, wie kann eine Mutter ihrem Kind so etwas antun? Man muss dazu sagen, sie war nicht allein, sie soll eine Komplizin gehabt haben. Aber Frau Rosmanit, wie können Sie sich das erklären, dass eine Mutter imstande ist, ihr eigenes Kind so zu quälen? Ich habe schon oft gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten, aber die, die so gewissermaßen immer wieder diskutiert jetzt werden, ist die, dass Maßnahmen ergriffen werden aus der Sicht der Mutter, die notwendig sind, um ein Kind zu regeln, um das Verhalten zu zügeln. Und dass diese Maßnahmen dann eine gewisse Eigendynamik entfalten, immer mehr verschärft werden, so wie die Pädagogik des 18., 19. Jahrhunderts, die schwarze Pädagogik, wo man dem Kind einfach etwas abgewöhnen wollte und damit alle Emotionen abgewöhnt hat, ist es vermutlich, ich kenne den Fall ja nicht persönlich, hierzu gekommen, dass man drastische Maßnahmen macht, damit man mit dem Kind fertig wird. In vergleichbaren Fällen ist es oft so, dass die Mütter sich in Frage gestellt fühlen, dass sie das Gefühl haben, das Kind macht ihnen alles zu Fleiß, das wird oft so vorgebracht. Und das sind Mütter, die selbstwertschwach sind, die ohnmächtig sich fühlen. Und aus dieser Ohnmacht kommen dann destruktive Methoden, wie man das Kind zügelt, die immer mehr zunehmen. Das ist gar keine so Seltenheit. Ja? Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, da gab es eine Familie, da wurde der Bursche tatsächlich, wenn er schlimm war, am Balkon ausgesperrt, wenn es kalt war, nur in Unterwäsche. Also das fällt mir jetzt gerade spontan ein, also es ist wahrscheinlich nicht so weit hergeholt. Aber Frau Wagner, auch wie hat die Frau gegenüber Ihnen argumentiert oder gab es da auch Gespräche in diese Richtung? Naja, ich kann zunächst nur mal das bestätigen, was die Frau Dr. Rosmanit hier soeben gesagt hat. Es ist in erster Linie eine ohnmächtige Person. Es ist ein sehr ich-schwacher Mensch. Also das ist mir bei den Gesprächen sofort aufgefallen. Sie hat ja sofort damit begonnen, über den Tod ihrer Mutter zu sprechen. Ich habe das auch inzwischen recherchiert. Offenbar hatte sie eine sehr enge Bindung zu dieser Mutter und wurde auch sehr von ihr unterstützt. Sie war immer schon, das hat sie mir auch erzählt, ein gewissermaßen überfordert mit diesem Kind. Sie war ja eher, wenn man es genau nimmt, eigentlich war sie immer überbesorgt. Sie war ja schon, bevor es zu diesen tragischen Vorfällen gekommen ist mit dem Buben, sehr oft bei Ärzten, hat irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zu bemerken geglaubt, hat dann sogar, es ist dann so weit gegangen, dass der Bub angeblich gesagt haben soll, dass der Vater eben ihn für sexuell belästigt hätte, ist ja dann sogar zu einer Strafanzeige gekommen, bis hin zu einem Verfahren mit einem Freispruch. Also man sieht hier schon, dass das also nicht von 0 auf 100, sondern dass das eine längere Geschichte ist. Und es ist eine extreme Überforderung. Aber auch, und das möchte ich mit der Deutlichkeit, das kann man nicht oft genug sagen, weil ja immer wieder Entsetzen befremden, wie kann man das eigene Kind, diese Frau ist psychisch krank, das ist jemand, den man nicht mit normalen Maßstäben messen kann. Mhm.
Darüber sprechen wir dann auch gleich. Frau Rosmanitz, ich möchte jetzt auch noch die Frau Tews mit einbringen. Was hier natürlich auch für so viel Entsetzen gesorgt hat, ist die Tatsache, dass das Jugendamt angeblich schon Bescheid gewusst hat, dass es verschiedene Hinweise gegeben hat von verschiedenen Seiten, aber doch nie jemand was unternommen hat und dass das dann doch einige Zeit so gehen konnte. Also ich kann mir vorstellen, wie es oft in diesen ganzen Fällen ist, dass das Jugendamt möglicherweise eher die Mutter geschützt hat und weniger das Kind, weil das ist ja leider Gottes dieses schreckliche Endergebnis, was wir jetzt haben. Und dass vielleicht das gar nicht so dramatisch gesehen wurde. Und das, was ich bei diesem Fall auch sehr schlimm finde, ist, dass gerade wenn es ein Sohn ist, da würde mir die Frau Doktor recht geben, hätte man den Vater mit einbeziehen sollen und nicht, dass es der Mutter gelungen ist, glaublich, dass man den Vater auch mit Hilfe des Jugendamtes dann letztendlich hinausgebracht hat, dass kein Kontakt mehr zum Kind bestanden ist und so wie es halt oft, wenn das nicht mehr nicht zu vermeiden ist, dass es dann einen Kontakt zum Vater gibt, wird dann leider Gottes der Missbrauchsvorwurf erhoben. Und das ist oft genug ein probates Mittel, dass man dann den Vater sofort vom Kind fernhalten kann. Mhm. Ja, das war jetzt auch es hat ja nur mehr begleitete Kontakte dann gegeben. Ja. Also trotz des Freispruches hat das Jugendamt, sage ich jetzt, aus ihrer Sicht Vorsicht walten lassen und hat also vorerst nur die begleiteten Kontakte gegeben. Mhm. Frau Rosmanit, also wir haben gehört, die Frau soll psychisch krank sein. Was für eine Krankheit könnte sie haben, die sie zu solchen Taten befähigt? Also als erstes fällt mir ein, ohne diese Frau zu kennen von Fällen, die ich eben selbst begutachtet habe, dass sie eine Persönlichkeitsstörung haben könnte. Sie könnte eine Persönlichkeitsstörung haben. Das heißt, das sind Charaktermerkmale, die mehr und zum Teil extremer ausgeprägt sind, als jeder andere auch hat und die einen massiven Einfluss haben auf die Lebensgestaltung, auf das, wie sie den anderen sieht, wahrscheinlich nicht fühlt, sondern versucht zu sehen und wahrzunehmen. Das heißt, eine Frau, die möglicherweise sadistische Anteile hat, das heißt, Macht und Kontrolle versucht sie, mit Macht und Kontrolle versucht sie, den anderen in eine Regel zu bringen, um sich selber etwas zu stärken. Wir haben von der Frau Doktor gehört, die Mutter hat eine tragende Rolle. Sehen wir immer wieder, dass die Mutter als Bezugsperson, also die Mutter der Mutter, gewissermaßen Halt bietet. Und wenn diese Bezugsperson wegfällt, ist das so wie ein Zaun. Dann fällt die Betroffene zurück und ist alleine mit einer Situation, die sie nicht bewältigt, und mit einer gestörten Persönlichkeit. Und dann ist Tür und Tor geöffnet, einerseits für Einflüsterer, die dann immer alle wissen, was zu tun ist, ja, und auch für eigene Ideen, um mit dieser Situation umzugehen. Und da kommt es natürlich dann zum Tragen, die sadistischen Anteile, dass man gewissermaßen immer mehr die Daumenschraube andreht, dass man es immer mehr dem Kind zeigt, dass es so nicht geht, dass es parieren muss, dass es das und was ich was nicht machen darf. Dann wird oft argumentiert, das Kind ist aggressiv, attackiert die Mutter. Dann sagt irgendwer, na, mach das dann noch und mach das dann noch. Und irgendwo, wir Menschen sind auch Gewohnheitstiere, gewöhnt man sich an das Schreckliche. Das ist leider so. Und macht immer mehr noch drastischere Maßnahmen, die scheinbar selbstverständlich sind, auch wenn schon das Kind, wie ich gehört habe, medizinisch in einem furchtbaren Zustand ist. Das wird nicht so wahrgenommen. Es wird immer noch wahrgenommen, dass er nicht so funktioniert, wie er sein sollte. Mhm. Ist das auch dann Ihre Argumentationslinie, dass sie mit der Übererziehung überfordert war, dass das Kind vielleicht auch schwierig war zum Erziehen? Die Frau Doktor hat es schon gesagt, es liegt hier eine Persönlichkeitsstörung vor mit verschiedenen Anteilen. Auf jeden Fall sind auch sehr dependente Anteile. Also es ist jemand, der sehr von der Meinung anderer abhängig ist, der sehr suggestibel ist. Und hier hat sich das dann auf sehr tragische Weise realisiert. Die Mutter ist weggefallen und sie hat dann kennengelernt, die hat sie ja vorher gar nicht gekannt, diese beste Freundin. Ja, und ja, wenn man sich die Bilder anschaut, auch im Akt, sie sind ja
mit der hat sie sich ja regelmäßig fotografieren lassen, so mit Herzerl und Smiley und so weiter. Und wenn man sich denkt, was in Wirklichkeit passiert ist, ja, im Hintergrund, dass ein Kind gelitten hat und man sieht dann solche Fotos, ja, dann sieht man ja, dass die ja wirklich schon, ich weiß nicht, in einer Blase oder irgendwie auf einem anderen Planeten gelebt hat. Ich glaube auch, dass sie das einfach nicht realisieren hat können. Ja. Sie ist da so in einen Zug geraten, in einen Drive geraten. Man muss schon sagen, offenbar, und es ergibt sich auch aus diesen Chat-Nachrichten, die die Polizei teilweise ja Gott sei Dank noch rekonstruieren konnte, teilweise wurden sie auch gelöscht. Ja, es hat ja jemand gegeben, der sie da professionell gelöscht hat. Mhm. Aber da ergibt sich natürlich schon offenbar eine schon sehr führende Rolle dieser Freundin. Die hat sie sehr beeinflusst, hat wirklich Anweisungen gegeben. Hat die Mandantin gefragt, darf er was essen? Nein, gib ihm ja nichts, höchstens ein Stück Käse oder so. Ja. Ist ja so weit gegangen, dass der Bub sogar stehlen gegangen ist. Nicht? Mhm. Also eine ganz schreckliche Entwicklung hier eben Folie à deux. Folie à deux ist eine Verrücktheit zu zweit. Ja, also ich glaube, das war so, zwei schon nur in so der Blase drinnen. Nicht? Da haben sich zwei Menschen, zwei kranke Menschen offensichtlich verstärkt, wobei laut psychiatrischen Gutachten die Komplizin, die vermutmaßliche Komplizin, es gilt ja die Unschuldsvermutung, aber die mutmaßliche Komplizin ist ja auch schon in Untersuchungshaft. Mhm. Ist die jetzt auch psychisch krank? Oder? Angeblich nicht, ja, wobei... Ich will jetzt da, das ist ja nicht meine Mandantin, ich kann mich dazu nicht weiter äußern, aber sie wurde nicht befunden. Die Frage ist, sie wurde schon befunden, aber nicht als krank sozusagen eingeschätzt. Aber weil Sie eben jetzt diese Folie à deux angesprochen haben, also vielleicht war es einfach auch nur eine Person, die gern Einfluss auf andere ausübt. Ja, natürlich. Aber Folie à deux meine ich deswegen, es gibt ja so enge Freundinnen oder es gibt auch so Paare, die in einer Blase leben, die ganz abstruse Ideen haben, manchmal auch kranke Ideen haben, wo dann eine die andere verstärkt und das schaukelt sich hoch. Ich kenne die Person nicht. Ich frage mich nur, wie kommt man zu diesen Ideen? Diese Ideen wachsen ja nicht von heute auf morgen. Also die wachsen ja auf einem Persönlichkeitsboden, sagen wir mal so. So kommt man nicht auf die Welt. Also wie kommt es, dass jemand dem anderen solche Ratschläge gibt, die ich aus der Hundeerziehung kenne, möchte ich fast sagen. Ja? Also gib ihm nichts zu fressen, und damit du ihn strafst, damit er dir gehorcht. Das geht in diese Richtung, diese Dressur. Ja? Stimmt. Also das ist so ein bisschen das, was mir dazu einfällt. Ja? Frau Tief, so wie sehen Sie das? Sie haben ja gesagt, es gibt ja leider viele solche Fälle. Das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Ja, ich sehe das so, dass vom Jugendamt her, also wenn es sonst niemand gesehen hat oder Mutter und die Freundin das geglaubt haben, sagen wir es einmal so, dass das in Ordnung ist, hätte es aber trotzdem, wenn die Schule Alarm geschlagen hat, hätte es dem Jugendamt auffallen müssen. Und wir haben immer wieder diese Fälle, wir hatten vor, es ist jetzt schon ziemlich lange aus, in Oberösterreich den Fall, wo dieses Mädchen unter den Augen des Jugendamtes verhungert ist. Ja? Wo auch jeder genau Bescheid gewusst hat, wie geht es dem Kind. Der Mutter ist es immer gelungen, dass sie alle von dem Kind fernhält. Das Jugendamt ist, glaube ich, ganz erst am Schluss, wo das Mädchen, das dürfte dann, glaube ich, zwei Tage später verstorben sein. Und die hat man ja dann erst vier Tage später gefunden, tot im Bett liegend. Und da hatten wir genau dasselbe Problem. Die Mutter hat das Mädchen isoliert. Sie ist nicht mehr in die Schule gegangen. Der Vater hat keine Möglichkeit mehr gehabt, mit Unterstützung des Jugendamtes, dass er das Kind sieht. Sämtliche Schulfreunde, alle, jeder, der das Kind sehen wollte. Also das heißt, es ist immer dasselbe Muster, dieses Behördenversagen von Seite des Jugendamtes, wenn so etwas passiert. Mhm. Würde ich gerne wissen, weil Sie auch sicher mit der Mandantin schon gesprochen haben, Frau Dr. Wagner, bereut Sie das in Ihrer eigenen Sichtweise? Tut ihr das leid? Ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe wirklich versucht, in sie hineinzudringen, weil das natürlich schon ein unfassbarer Fall ist. Also ich kann nur versichern, sie ist ja jetzt seit November schon in Untersuchungshaft. Sie hat lange Zeit gehabt, nachzudenken. Sie, wie soll ich sagen,
sie kann sich's nicht erklären. Sie weiß einfach nicht, was da war, was da in sie gefahren ist. Wie wenn sie in einem seltsamen Film mitgewirkt hätte, wie wenn es ihr wie Schuppen vor den Augen, was war mit mir, was war da mit mir los? Also das ist ja auch psychiatrisch eigentlich ein Wahnsinn, unerklärlich. Ich meine, sie war ja auch laut Familienmitgliedern und laut Umfeld, sie war ja nie psychisch auffällig. Es war also nicht jemand, wo man sagt, na, dem traut man das zu. Ja. Sie galt als liebende Mutter, vielleicht ein bisschen zu oft sozusagen beim Arzt gewesen, dass sie immer wieder so überbesorgt war fast, ja, und dann ist sie in diesen Sog, ich sag's was, in den Sog des Bösen sozusagen geraten und jetzt so, wo sie eben monatelang schon in Untersuchungshaft ist, ja, ist sie über sich selbst entsetzt und bereut, also das ist ja ein Hilfsausdruck, nicht? Mhm. Also sie möchte es am liebsten ungeschehen machen, ja, aber wie gesagt, sie darf ihr Kind jetzt natürlich nicht sehen, also das ist ja auch pädagogisch eben absolut abzuraten. Ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie glaubt, dass sie ihr Kind wieder mal sehen darf. Und da hat sie dann hat sie trotzdem ganz zart gefragt, ja, ich glaube, das geht ja jetzt nicht. Sag ja, vielleicht irgendwann einmal. Und dann hat sie gesagt, sie würde ihn schon gerne wieder mal sehen. Hm. Ja. Es ist tragisch. Ja, Frau Rosmanit, ist das so ähnlich wie bei manchen Mordfällen, die wir hier schon diskutiert haben, wo man danach gewisse Dinge verdrängt? Ja, das kann sein, aber denken Sie nur an Ihre eigene Familie und an Erziehungsmaßnahmen, die Sie erlebt haben. Da können manche abstrus sein. Ja, das war jetzt von einem Nachbarn, was ich vorher erzählt habe. Nachbarn, aber ja. Es kommt oft vor, ja, dass man, wenn man selber in einem System drinnen ist und handelt, das ganz selbstverständlich einem vorkommt, leider. Kaum tritt man hinaus, aber da muss man jetzt erst hinaustreten, schaut man hin, kommt einem das völlig komisch vor und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass das selbstverständlich und normal war. Manchmal läuft das dann so, dass jemand unter Einfluss von jemand anderen steht und fast in einen Zustand kommt, wo man hypnotisch einfach das macht, weil man es als richtig erachtet. Ja, man saugt etwas auf, das gibt es auch in Sekten, gibt es in Gruppierungen, gibt es überall, wo jemand sich aus einer Ich-Schwäche, wie Sie sagen, in jemanden entweder anvertraut oder in eine Gruppierung begibt und dann dort selbstverständlich alles mitmacht. Etwas, was er allein nicht machen würde. Das heißt nicht, dass ich diese Mutter in Schutz nehme. Ich möchte das nur verständlich machen, weil immer alle meinen, niemand versteht das. Aber das ist ja nicht so was Seltenes. Das Ausmaß ist selten. Ja? Gott sei Dank noch rechtzeitig erkannt worden. Aber das Selbstverständliche und Vertraute, das kennt jeder. Kennt jeder aus seiner eigenen Familie. Wenn man weg ist, kann man sehen, was passiert ist. Nicht? Mhm. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Kind? Wo wird das jetzt betreut? Oder was macht man in so einem Fall auch mit Kindern? Es ist ja für das Kind auch sehr schwierig, wahrscheinlich überhaupt auch schwierig gewesen, überhaupt um Hilfe zu suchen. Oder er hat sogar Zettel hinterlassen, ich brauche Hilfe. Also das war eigentlich schon sehr deutlich. Aber es ist ja auch nicht so einfach für sein Kind, weil das ist ja die eigene Mutter, die er doch liebt in gewisser Weise. Natürlich. Und ich glaube auch, dass er wirklich das Vertrauen gänzlich verloren hat und es hat ihm ja niemand geholfen. Und das ist das ganz das Tragische dran, weil noch dazu als Kind, man kommt sich völlig hilflos vor. Und was ich gehört habe, meinen Informationen nach, ist das Kind jetzt beim Vater. Und das heißt, nur das Tragische an dem ganzen Fall ist, wenn man sich das genau betrachtet, zuerst hat der Vater versucht, Kontakt zu seinem Kind zu halten. Es hat Gerichtsverfahren gegeben, das kostet alles natürlich sehr, sehr viel Geld, was man ausgeben muss, um seinem eigenen Kind zu helfen. Und was mir bekannt ist, er hat den Buben das letzte Mal gesehen, wie das Kind 2 Jahre alt war und hatte dann 10 Jahre keinen Kontakt. Und nach dieser Zeit bekommt er jetzt ein zerstörtes Kind, sagen wir es einmal wirklich so, weil ich weiß nicht, wie weit das wirklich möglich ist, dass man dem Kind da wirklich so helfen kann, dass er das wirklich gut überstehen kann. Ja? Und
Vor genau. allen Dingen, ja. Was ich gehört habe, hat sich jetzt auch das Jugendamt ganz zurückgezogen und er bekommt von dort keine Unterstützung. Mhm. Ich weiß nicht, Frau Doktor, kann Sie... ich grundsätzlich ja. zu diesem Themenkomplex nichts sagen, okay, aber ja. es ist durchaus denkbar, ja. dass er sich so verhält. Ich würde noch ja. gerne nachfragen bei der Frau Dr. Rosmanit, ja. kann man so ein Kind oder kann der Vater mit so einem Kind überhaupt zurechtkommen, das jetzt so traumatisiert ist? Also wir müssen vorsichtig sein. Man kann nicht a priori sagen, es ist wahrscheinlich, vielleicht sehr wahrscheinlich, aber nicht sicher. Vor der Natascha Campus, vor der Tochter des Herrn Fritzl, hätten wir nie gedacht, dass Menschen, die so ein Martyrium erleiden, überhaupt einigermaßen funktionieren im Leben. Also wir Psychiater und Psychologen haben uns oftmals sehr geirrt. Das heißt, es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Es kommt darauf an, was ist vorher gewesen? Welche Basis hat dieses Kind? Hat dieses Kind eine gute Basis bei der Großmutter gehabt oder bei der Mutter mit Unterstützung der Großmutter? War dieses Martyrium eine Zeit lang? Und wie geht das Kind damit um? Ist es in einer sehr verletzlichen Phase gewesen? Und so weiter. Mhm. Natürlich ist anzunehmen, dass Spuren bleiben. Ich habe in den Zeitungen gelesen, mit Sicherheit schwerst traumatisiert. Würde mich zurückhalten, wenn ich das so benenne. Also da muss man schauen, was jetzt passiert. Also es gibt ja? gute Chancen, dass der Vater und das Kind... Es gibt auch gute Chancen, dass das aus dem gut rauskommen. Einen Weg findet. Ja. Ja? Mit Hilfe. Einen Aspekt würde ich gerne am Schluss noch ansprechen, weil es auch im Hinblick auf die Journalisten, die hier nachforschen und das Ganze aufbauschen, unter Anführungszeichen, Kritik gegeben hat von einer Person, die auch mit dieser Sache betraut ist. Ist es gerechtfertigt, Kritik zu üben? Das würde dem Kind schaden, hat es geheißen, aber ist es nicht auf der anderen Seite genauso wichtig, dass man sowas thematisiert, Frau Tiefs? Ich finde es ganz enorm wichtig, dass man so etwas thematisiert, weil solange das gelingt, ja, diese Fälle mehr oder minder unter der Decke zu halten, wird sich an diesem System nichts ändern. Also das heißt, das habe ich gehört, dass die zuständige Bezirkshauptmannschaft sagt, es hat bis heute keine Stellungnahme zu dem Fall gegeben. Ich glaube, ich habe das heute sogar auf OE24 gehört. Keine Stellungnahme gegeben, weil die ziehen sich jetzt zurück auf den Datenschutz und auf den Opferschutz. Mhm. Und wie gesagt, solange diese Dinge nicht wirklich aufgeklärt werden, bleibt das immer bestehen und man kann an diesem ganzen System nichts ändern. Und das Schlimme ist, also jeder, der auch Familienrecht macht, weiß, die Jugendämter waren immer schon sehr problematisch, nur im Laufe der Jahre ist es immer schlimmer geworden und nicht besser. Es wurde sehr, sehr viel Geld investiert, um nach außen zu zeigen, wir machen, wir tun, wir sind da etc. Nur de facto hat sich nichts verändert, wie wir an diesen Fällen sehen. Mhm. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ja, also ich mache auch sehr viel Familienrecht und es ist erschütternd teilweise, was sich da abspielt. Ja. Also teilweise eben so, ganz wichtig, dass so etwas aufgedeckt wird. Und wie gesagt, ich bin überzeugt, dass das nur die Spitze eines Eisberges ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder, während wir da sitzen und reden, hier leiden. Ich möchte es nicht wissen. Das heißt, man soll öfter hinschauen, vielleicht auch bei den Nachbarn und Zivilcourage an den Tag legen? Ja, natürlich, das sollten wir. Und wir sollten, also ich meine, familienrechtlich eine optimale Lösung zu finden, ist auch eine Kunst, nicht? Weil ich habe früher Gutachten gemacht in diesen Bereichen. Da bleibt immer einer gekränkt über, weil ein Gutachten dann halt irgendwie gegen ihn ist und so, nicht? Und es ist, glaube ich, auch immer schwer, hier wirklich eine eindeutige Schuldfrage zu finden und die zu beantworten. Ich danke Ihnen fürs Kommen, fürs Diskutieren und Ihnen fürs Zusehen. Bei uns geht es gleich weiter nach einer kurzen Pause.